Hallo ihr Lieben, hier ist wieder Julia und ja, auch in diesem Video gibt es wieder ganz neue Produkte von Alexandra Renke zu sehen zum Thema Kochen. Ja, und das hier sind die Rezeptkarten. Wenn ihr euch aber auch für die anderen Produkte interessiert, das heißt Designpapiere, Stanzen, Stempel, Washi-Tapes, dann geht mal auf unseren Kanal, den findet ihr hier unten, wenn ihr auf den Namen klickt und ja, schaut euch die anderen Videos an. Und aber ich stelle euch jetzt erstmal hier in diesem Video die Rezeptkarten vor, denn klar, zum Kochen braucht man auch Rezepte, zumindest ich. Und ja, es gibt in Summe, muss ich gerade mal nachzählen, 6 Sets in 3 verschiedenen Größen. Wir haben 3 Pakete in A5. Dann 2 Pakete im ja, Traveler's Notebook Format, im Midori Format. Das sind 22 x 21 cm. Ich zeige euch das gleich auch nochmal in Ruhe, nur dass ihr euch nicht wundert. Und das hier sind die A4 Rezeptkarten. Und ja, wie gesagt, ich zeige euch die jetzt auch nochmal ausgepackt, jedes einzelne Set. Und würde sagen, wir fangen auch direkt mal an. Das hier ist Set 1. Jetzt kommen wir zu Set 2. So, und jetzt kommen wir zum dritten Set in A5. Und dann geht es auch schon direkt weiter mit den Rezeptkarten im Midori-Format, also 21 x 22 cm. Ich gucke noch mal, nicht, dass ich hier was Falsches sage. Ja, genau. In den Packungen sind übrigens auch immer 6 Papiere drin. Das heißt, ihr habt 6 Motive, die sich aber auch mit den Karten aus den anderen Sets super kombinieren lassen. Thank you.
Ja, genau, das ist Set Nummer 2 mit den 21 x 22 cm. So, und jetzt kommen wir natürlich noch zu den A4 Rezeptkarten. Und da bekommt ihr in einer Packung, es gibt auch nur eine in A4, 9 Motive. Ja, das waren all unsere Rezeptkarten. Die gibt es jetzt ganz neu bei uns im Shop. Passend natürlich zum Thema Kochen, sowie ganz viele andere neue Produkte. Klickt euch hier mal in unseren Kanal und schaut euch auch die anderen Videos an. Da entdeckt ihr noch ganz viele andere tolle Produkte. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und dann freuen wir uns über ein Däumchen nach oben. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!